Okay, gehen wir jetzt zu Professor Eich nach Alabastia und holen uns sein Geschenk ab. Und ja, jetzt sind wir wieder auf Route 1. Damals unsere allererste Route im Gelb Let's Play oder in der Game Edition. Irgendwie mache ich hier in diesem Let's Play viel zu viel Werbung für mein Gelb Let's Play. Fällt euch das irgendwie auf? Also, ja, egal. So, hier wären wir auch schon. Wow, das ist hervorragend! Du hast die Orden der Arenaleiter in Kanto erkämpft! Gut gemacht! Ich habe dich richtig eingeschätzt! Weißt du was, Gold? Ich werde es so einrichten, dass du zum Silberberg gehen kannst. Der Silberberg ist ein großes Habitat für viele wilde Pokémon. Er ist zu gefährlich für einen Durchschnittstrainer. Deshalb ist er verboten. Aber für dich, Gold, könnten wir eine Ausnahme machen. Steige auf das Indigo-Plateau. Von dort kannst du den Silberberg erreichen. Wie geht es mit deiner... Okay, das übliche Quatsch am Ende. Ja, jetzt können wir zum Silberberg gehen. Das ist das Geschenk von Professor Eich, wenn man alle 8 Orden hat. Und der Silberberg, der befindet sich in Johto. Das heißt, wir werden jetzt Kanto verlassen. Wir haben jetzt alles in Kanto gemacht. Innerhalb von... wie viel der Part ist es jetzt? 15 Parts ungefähr haben wir das jetzt gemacht, innerhalb davon. Ja, und jetzt gehen wir zum Silberberg. Dort wartet noch etwas auf uns, was wir machen müssen. So, ja, wir könnten natürlich auch hinfliegen, aber laufen ist idyllischer. Hinfliegen tun vielleicht so fette Amerikaner. Aber wir sind sportlich, wir laufen da jetzt dahin. Okay, ja, jetzt ist hier der Weg frei und wir können zum Silberberg. Der in Johto ist. Jetzt sind wir momentan in Kanto. Hier müsste theoretisch eine Kanto-Musik kommen. Schauen wir mal nach. Na komm. Na, was ist jetzt? Ah, da ist ja endlich was. Ja gut, das ist ein Ponita. Ja, so stark sind die Pokémon auch nicht. Level 40. Ich überspringe sie mal. Ist eher uninteressant. Wir sind ja viel zu stark für die Pokémon. Gut, schauen wir uns noch ein bisschen um. Hier läuft übrigens eine Johto-Musik, obwohl die Johto jetzt momentan in Kanto ist. Theoretisch gesehen wären wir jetzt in Johto. Naja, ist ja auch egal. Wir haben jetzt die Silberhöhle erreicht. Gut, hier ist das Pokémon Center. Finde ich sozial, dass hier ein Pokémon Center ist, damit man trainieren kann. Gut. Trainer, die nach Stärke streben, erklimmen den Silberberg trotz seiner vielen Gefahren. Durch ihre treuen Pokémon haben sie das Gefühl, überall hinkommen zu können. Achso, ja. Okay, dann hole ich mir noch Knuffensa wieder ins Team. Einfach mal so zum Spaß. Ja, Pokémon verschieben. Es gibt bereits einen Spielstand. Spielstelle beschreiben, natürlich. Okay, dann lagern wir wohin genau? Wieder dorthin, wo es hingehört. Nämlich in die Box. Und nehmen unser Knuffensa wieder mit. Gut, denn wir brauchen jetzt hier in der Silberhöhle mal kurz den Zerschneider, um ein Item zu finden. Du kannst den Zerschneider hier einsetzen? Ja, natürlich. So, jetzt haben wir auch nicht mehr so viel zu tun. Das Let's Play neigt sich langsam seinem Ende entgegen. Wir haben jetzt nur noch den Silberberg zu erledigen und dann, ja, ist das Abenteuer eigentlich schon vorbei. Oh, du hast mich gefunden. Bitte erzähl niemanden von mir. Ich gebe dir dies, wenn du mich nicht verrätst. Bitte. Danke für diese TM. TM 47.
Schauen wir mal nach, was das für eine TM ist. Ich weiß es selber nicht genau. Das ist Stahlflügel. Nee, doch, Stahlflügel. Findet man auch im Felstunnel. Das heißt, man kann die TM zweimal sogar finden. Das ist mir neu. Okay, ich dachte, man findet die nur im Felstunnel. Also, falls ihr nochmal Silberflügel haben wollt. Quatsch, Silberflügel. Ich meine Stahlflügel. Dann, ja, schaut in dieses Haus rein. Pokémon Instinkt. Wo führst du mich hin? Zu diesem Sonderbonbon, okay. Also gut, ja. Dann, was haben wir jetzt zu erledigen? Wir könnten natürlich jetzt die Silberhöhle erforschen. Mache ich auch. Gut, ja, diese wilden Pokémon nerven. Nein, mein Knuffenser! Du Arsch! Ah. Mein armes Knuffenser. Das habe ich mit Liebe großgezogen. Nämlich gar nicht. Naja, holen wir unser Wohin genau wieder mit. Ne, wobei. Wir brauchen unser Knuffenser noch. Denn in der. Im Silberberg ist es dunkel und dafür brauchen wir. Ja, dafür brauchen wir Blitz. Und hier ist noch etwas. Oh, ein Dodri, cool. Und es hat uns sogar fliehen lassen. Wie sozial. Gut, hier ist auch sonst nichts. Also falls ihr hier trainieren wollt, hier im Silberberg, findet ihr die stärksten wilden Pokémon im Spiel. Die auf Level 40 sind. Das ist super. Nein, natürlich nicht. Aber naja. Gut, Knuffenser ist zwar tot, aber das gehört eh nicht ins Team. So. Gut, dann setzen wir Blitz ein. Hier läuft die Musik von dem Leuchtturm. Und hier gibt es wilde Lavitas auf Level 20. Sehr stark. Lavita wird zu einem sehr starken Pokémon, nämlich Despota. Hatte ich auch sehr, sehr häufig im Team. Also das Pokémon haut richtig, richtig rein. Natürlich kann man sich auch ein Lavita in Ducati City holen bei der. Bei der Glücksspielhalle und wir können keine weiteren Nidorinks mehr tragen, also das ist super, wir müssen das jetzt wieder verlassen, die Silberhöhle, super. Oh, Magma, cool. Ja, lauter coole Pokémon hier. Oder zumindest starke. Die sind stärker als die Trainer in Kanto. Und in Johto. Naja gut, dann lagern wir jetzt einfach mal alle Items, die wir jetzt nicht benötigen, in die Box. Zum Beispiel die AP Plus. Oh Gott. Die können wir später nochmal verwenden. Giftstich. Was? Achso, das ist mitnehmen. Verdammt. okay, AP Plus. Boah, 8 Stück. Nicht schlecht, nicht schlecht. Elixier, weiß nicht. X-Abwehr können wir verkaufen. Ach, ich lage jetzt einfach mal alles rein. Und dann können wir es irgendwann mal, wenn ich mal Lust drauf habe, ausmisten, das ganze Zeug. Ich hoffe nur, es gibt kein Item-Limit hier im Spiel. Hä? Moment, achso, jetzt haben wir versehentlich auf zurückgeklickt oder getippt, whatever. Okay, dann laden wir noch die Kraftwurzeln rein. Die brauchen wir zwar für wohin genau, aber... Scheiß drauf. Gut, dann gehen wir jetzt wieder in den Silberberg. Eigentlich heißt es hier Silberhöhle, aber ich sage immer gerne Silberberg. Keine Ahnung warum. Ne, Quatsch, hier ist andersrum. Eigentlich heißt die der Silberberg, aber ich sage immer Silberhöhle. Ach, ungefähr ist egal. Dann verdreht es das halt, falls es andersrum richtig ist. Ist mir auch egal. So, Protein geben wir einem Pokémon, nämlich X-Bud. Gut, okay. Die wilden Pokémon-Kämpfe überspringe ich auch mal. Weil die sind eher uninteressant. Natürlich sind die Level auch jetzt zwar höher, aber trotzdem. Ich möchte hier langsam fertig werden, deswegen. So, ich habe übrigens noch viel zu tun. Offscreen mitnehmen, meine ich. Denn, ja, ich muss meine Pokémon noch trainieren. Warum? Seht ihr später.
Gut, hier ist ein Hyperball. Ups, verdammt, jetzt habe ich ein bisschen gespeedet. Sorry, Leute, wollte ich nicht. Dafür mache ich den nächsten Pokémon-Kampf jetzt auch ungespeedet. Okay, ein Georock. Okay, jetzt kann ich wieder speeden. Yippie, yippie, yippie. Aber ich finde es cool, dass hier Magmas auftauchen. Also kann man sich ja auch in die erste Generation rüberschicken. Das heißt, wenn man mal kein Magma findet, kann man hier einfach reingehen und sich eins holen und es dann in die erste Generation transferieren. Ein Pokémon Instinkt. Verdammt, fehlgeschlagen. Kevin setzt Pokémon Instinkt ein. Pokémon. Gut, hier geht's noch nach unten. Pokémon Instinkt. Haha. Ein Lavita. Ja, also hier ein Lavita wird zu Despota. Ich kann das Pokémon nur empfehlen. So, hier ist es ein bisschen heller als sonst. Und mein Pokémon-Ding hat wieder recht gehabt. Hier ist ein Top-Trank. Ja, und hier brauchen wir Kaskade. Ich glaube, ich muss jetzt gleich wieder raus aus der Höhle, um Kaskade zu holen. Ein Maschok. Cool. Oh, Level 48. Wow. Ich bin begeistert. Ein Hyperball. Gut, hier ist ein Ursaring, ein weiteres. Die Entwicklung aus Teddy Ursa, diesen Plüsch-Pokémon da, was wir in Kanto häufig begegnet sind. Können wir surfen? Machen wir auch. Ah, da brauchen wir Kaskade. Verdammt! Na gut, dann hole ich mal schnell Kaskade. Und mach das. Na, wobei mache ich das Inscreen? Wir haben noch so viel Zeit. Das kann ich ruhig Inscreen machen. Warum benutze ich eigentlich kein Flugzeug? Haben wir. Nee, Quatsch, wir haben alle Items. Ah, Flugzeug. Wir haben alles gelagert, aber wir haben ein Flugzeug. Super. Haben wir gerade gefunden. Okay, hier ein wildes Galoppa. Cooles Pokémon. Cooles Pokémon. So, Pokémon heilen. Und jetzt ein Pokémon mitnehmen, das Kaskade kann. Das müsste, glaube ich, Suicune sein. Ich lagere jetzt Nachtara in die Box. Und nehme jetzt das Suicune ins Team. Dem legendären Pokémon der Kristall-Edition. Dann gehen wir wieder in die Silberhöhle, aka Silberberg rein. Oh, verdammt, ich hasse das Blitz einsetzen immer. Kann denn nicht eine automatische Meldung kommen? Hier ist es dunkel, möchtest du Blitz einsetzen? Und dann kann man Blitz benutzen. Aber immer dieses Menü da auswählen und so. Boah, das war in der ersten Generation sogar super nervig. Immer diesen Zerschneider da, immer ins Team rein gehen und dann das Pokémon auswählen. Dann immer hier Zerschneider die Attacke auswählen. Heutzutage ist es viel angenehmer. Dafür sind die Pokémon, die neuen, nicht so cool wie die alten. was gibt's denn da für ein Pokémon? Oh doch, was ist das? Oh doch, wenn man's killt, gibt's viele Erfahrungspunkte. Toll. So. Gut, hier Kaskade benutzen, wollte ich ja gerade machen. So, zack. Früher habe ich gedacht, hier gibt es ein legendäres Pokémon. Gibt es hier allerdings nicht. Aber in der Kristalle, Quatsch, in den Remakes gibt es hier ein legendäres Pokémon. Welches allerdings werden wir erst im Soul Silver Let's Play erfahren. Welches bald, ja gut, was heißt hier bald, irgendwann mal kommen wird. Nein, nicht surfen. Pokémon Instinkt! Hier, da! Nein, kein TM. Kein Item, was rede ich hier wieder für einen Müll? Naja. Ach nee, jetzt muss ich wieder. Ich wollte noch nur mal kurz runter surfen, um zu schauen. Hier ist noch eine Höhle, falls ihr das nicht gesehen habt. Und hier ist ein Top-Beleber. Ah,
mein Pokémon-Instinkt, sag doch mal, was da was ist. Pokémon-Instinkt, mach dich bemerkbar. Pokémon-Instinkt, mach dich bemerkbar. Nee, hier ist sonst nichts. Verdammt! Hier können wir noch mit surfen. Zack, 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 surfen wir nochmal. Und schauen uns die anderen Kaskadestellen an. Enteron. Das ist eins der Pokémon, wo ich gedacht habe, immer wenn ich sehe, habe ich mir gedacht, das findet man in Silberberg. Pokémon Instinkt! Oh, wir waren hier, glaube ich, schon. Würde ich jetzt behaupten. Weiß ich jetzt gerade nicht mehr so genau. Ein Parasect. Ich wusste gar nicht, dass es hier Parasects gibt. Ja, interessant. Okay, dann können wir hier noch surfen. So, setzen wir hier Kaskade ein. Oh, hier ist immer noch ein weiterer Eingang. Oh, ein Lavita. Süß. Was, keine Wirkung? Oh Mann, du willst mich doch verarschen. So, jetzt. Ein Calcium erhöht den Spezialangriff. Dieses Item gebe ich nach Tara. Ja, nach Tara. Ach verdammt, wir haben nach Tara nicht dabei. Naja, egal. So, schauen wir mal nach, was hier ist. Ein Item. Yippie, yippie. Okay, gut. Top-Genesung haben wir hier gefunden. Brauchen wir vielleicht noch. Und jetzt, ja, jetzt haben wir eigentlich schon fast alles erkundet. Ich sage bewusst das Wort fast alles. Denn wir haben auch was übersehen, nämlich den Hauptgang. Aber ich finde ihn nicht, irgendwie, ich habe keine Ahnung. Irgendwie, ach ja, habe ich euch von meiner Krankheit erzählt? Ich habe nämlich so eine Krankheit, nämlich alles, was vor meinem Charakter steht, sehe ich nicht, ne? Deswegen frage ich mich die ganze Zeit, wo hier der Eingang jetzt weitergehen könnte oder wo hier es hier jetzt weitergehen könnte. Ja gut, weil ich nicht weiter weiß, wegen meiner Krankheit, wegen meiner ich sehe nicht, was vor meinem Charakter steht, Krankheit, gehe ich wieder raus und lass mir das einfallen, wie ich diese Krankheit am besten austricksen kann. Ich würde sagen, diese Krankheit kann ich mit stärkeren Pokémon ausgleichen. Und deswegen, ja, muss ich in den nächsten Parts ein bisschen trainieren, damit meine Krankheit, ja, verschwindet. Und zwar würde ich sagen, ich trainiere meine Pokémon, sagen wir, auf Level 70 alle. Warum, werdet ihr euch jetzt fragen, falls ihr das Spiel nicht kennt, ja, einfach mal so zum Spaß. Weil ich finde, unsere Pokémon sind ein bisschen schwach, ne? Dafür werde ich jetzt ein paar Mal die Liga machen und bla bla bla. Und hier halt ein bisschen trainieren. Na gut, aber was ich jetzt im nächsten Part machen möchte, ich möchte Raikou, Suicune und... Ne, Quatsch. Raikou und Entei fangen. Die haben wir ja noch nicht begegnet, sind wir noch nicht begegnet und haben sie auch noch nicht gefangen. Am besten werde ich hier, soll ich mir einen X-Bad dafür holen oder sowas, mit Horrorblick oder sowas. Ich würde sagen, soll ich vielleicht cheaten bei den anderen und mir ein paar Meisterbälle holen oder soll ich mir die Mühe machen, extra sie zu fangen? Ich weiß nicht. Da muss ich noch nachdenken. Na gut, also im nächsten Part, ja, fangen wir uns Raikou und Entei. Also, bis zum nächsten Part. Ciao!